Herr Dr. Alt, Sie sind bekannter Journalist, Buchautor und waren seit jeher ein Vorkämpfer für die Solarenergie. Wo stehen wir in diesem Bereich heute zusammenfassend betrachtet? Also die Technologie ist relativ ausgereift. Es gibt keinen Grund mehr zu warten, bis wir bessere und effizientere Solarzellen haben. Die sind heute schon effizient und ganz gut, die werden immer noch besser. Ein Auto verändert sich auch immer, wo wir schon 100 Jahre Autos fahren. Und die Kühlschränke auch. Und das gilt auch für die Solartechnik. Wo wir stehen insgesamt, also im Bereich der erneuerbaren Energien, ist Österreich ganz weit vorne in Europa. Das kleine Österreich zeigt dem großen Europa, wohin es eigentlich gehen muss mit der Energiewende. Dank der Wasserkraft in erster Linie. Österreich hat allein 70% seines Stroms aus Wasserkraft. Bei der Biomasse seid ihr ganz gut in Österreich. Holzhackschnitzel, Pellets. Die österreichische Pellets-Technologie ist führend in Europa. Nachholbedarf habt ihr bei Photovoltaik. Da hat Wien einfach noch kein gutes erneuerbares Energiegesetz hingekriegt. Ich habe gerade eben noch mal gelesen, 78 Länder der Welt haben das deutsche erneuerbare Energiegesetz übernommen und das ist die Basis für den Aufschwung der Erneuerbaren in Deutschland. Österreich und die Schweiz haben das noch nicht geschafft. Aber bei anderen Technologien ist Österreich ja ganz gut, außer bei der Photovoltaik. Und bei Windenergie gibt es auch noch ordentlich Nachholbedarf in Österreich. Wir in Deutschland haben jetzt 21% Ökostrom in diesem Beginn des Jahres 2012. 21%, das klingt wenig, ist aber eine Verfünffachung gegenüber dem Jahr 2000. Da sieht man die Dynamik, die Wachstumsdynamik, die in diesem ganzen neuen Markt da ist. Und wenn wir diesen Prozess beibehalten, kann Europa, kann Österreich, kann Deutschland in etwa 20, 25 Jahren zu 100% erneuerbar sein. Nicht nur im Strombereich, sondern im gesamten Energiebereich, im Bereich Fahrzeugenergie, im Bereich Prozesswärme, im Bereich Wärmegewinnung insgesamt und im Bereich Strom zu 100% erneuerbar in 20, 25 Jahren. Wenn wir das Tempo, das wir jetzt eingeschlagen haben, beibehalten. Stichwort Elektroautos. Elektrofahrzeuge werden heute als Imageträger in Österreich und in Deutschland sehr gerne präsentiert. Aber andererseits, wenn man die Verkaufszahlen anschaut, werden erschreckend wenige Elektrofahrzeuge gekauft. Wie sehen Sie diese Technologie? Meinen Sie, dass das eher eine Zwischentechnologie ist im Hinblick auf etwas, was es künftig mal geben wird, Wasserstofffahrzeuge, oder ist Elektromobilität eine wirklich zukunftsträchtige Technologie? Also Wasserstoff, das höre ich schon seit 20 Jahren und es ist nichts geworden bis jetzt. Die Wasserstofftechnologie ist eine recht teure Technologie, wahrscheinlich noch teurer als die Elektromobilität. Die Elektromobilität ist auch teuer, aber Wasserstoff zu produzieren ist schon sehr energieaufwendig und es wird nochmal 10, 15, 20 Jahre dauern, bis wir Wasserstoffautos haben. Wir werden beides kriegen. Wir werden Elektroautos haben, wir werden Wasserstoffautos haben. Wir müssen uns allerdings verabschieden von der Vorstellung des heutigen Autos. Ich setze mich in ein Auto und fahre dann 600 Kilometer. Ein Elektroauto wird wahrscheinlich niemals 600 Kilometer fahren oder 700 Kilometer. Ein Elektroauto wird künftig eine Reichweite haben von vielleicht 150 bis höchstens 200 Kilometer. Ich bin schon solche Autos gefahren, die 200 Kilometer Reichweite haben. Aber da sagen mir die Hersteller, da ist aber auch die Batterie, auch die zukünftige Batterie am Ende, bei vielleicht 200 Kilometer. Wer dann immer noch ein Auto will, anstatt öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, der muss dann wahrscheinlich ein Wasserstoffauto kaufen. Und ich kann mir vorstellen, in 15, 20 Jahren sind wir soweit, tanken dann Wasserstoff und können auch mit einem Wasserstoffauto 5, 6, 7, 800 Kilometer fahren. Der Wasserstoff, wenn er erneuerbar erzeugt wird, ist eine Zukunftstechnologie. Wir werden Schiffe, wir werden Omnibusse, wir werden Eisenbahnen, wir werden Flugzeuge langfristig wahrscheinlich mit Wasserstoff betreiben. Sie haben in einem Interview einmal den Satz formuliert, wir führen den dritten Weltkrieg gegen die Natur. Welche Ansatzpunkte wären denn wichtig, wenn wir mit der Natur leben wollen und gleichzeitig unseren immensen Energiehunger stillen wollen? Wenn wir das nicht lernen, mit der Natur zu leben, werden wir verschwinden. Das ist ganz einfach. Die Natur braucht uns nicht, wir aber sie. Insofern haben wir gar keine andere Wahl, als zu lernen, mit der Natur zu leben. Und das heißt, den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie so rasch wie irgend möglich zu organisieren. Selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, müssen wir umsteigen, denn wir brauchen Energie. Ohne Energie können wir nicht mehr leben. Also den Wohlstand, den wollen wir halten, also brauchen wir viel Energie in der Zukunft. Aber die alten Energieträger gehen zu Ende.
ob mit oder ohne Klimawandel, sie gehen zu Ende. Deshalb ist die Voraussetzung für künftiges Leben der 100%ige Umstieg so rasch wie möglich auf erneuerbare Energien. Schauen Sie mal, wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Das heißt, 1 zu 1 Million Mal verbrennen wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sie werden uns verfluchen, wenn wir das nicht so rasch wie möglich ändern. Sie werden nicht verstehen können, dass wir alle Technologien haben. Schauen Sie mal, Albert Einstein hat vor 100 Jahren den Nobelpreis dafür bekommen, dass er uns den photovoltaischen Effekt erklärt hat. 100 Jahre sind das her. Und jetzt im Jahre 2012 gibt es immer noch große Widerstände gegen Photovoltaik auf den Dächern. Also die meisten Häuser in Mitteleuropa stehen immer noch völlig umsonst in der Gegend herum. Das ist ein Aberwitz. Wir holen Gas aus Sibirien, Öl aus Arabien und Uran aus Australien nach Mitteleuropa, um hier unseren Energiehunger zu stillen. Aber die heimische Sonne, den heimischen Wind, die heimische Biomasse, die heimische Wasserkraft nutzen wir immer noch nicht intensiv genug, um zu 100% Energiegewinnung zu kommen. Das werden künftige Generationen nicht verstehen. Die werden es nicht begreifen, wie Homo sapiens so sehr Homo Dummkopf sein konnte, hunderte Milliarden Euro pro Jahr ins Ausland geschoben hat, hier Arbeitslosigkeit in Kauf nahm und Umweltzerstörung anstatt regionale Wertschöpfung. Also ein Land wie Österreich hat die Chance, wenn es 100% umsteigt, mindestens 100.000 neue Arbeitsplätze in den Regionen zu schaffen. Das ist gut durchgerechnet worden von Wissenschaftlern. Wenn ich ein Land wie Österreich zu 100% erneuerbar machen will, brauche ich etwa vor Ort 100.000 neue Arbeitsplätze. Welche Chance in der Zukunft? Also es ist gut für die Umwelt, es ist gut für die Arbeit, es ist gut für die heimische Wirtschaft, es ist gut für das heimische Handwerk und wir können für unseren Kindern und Enkeln ethisch, moralisch bestehen, dass wir es intelligenter machen, als deren Zukunft zu zerstören. Stichwort Klimawandel. Es gibt heute immer noch Skeptiker, die den Klimawandel in Frage stellen, die auch meinen, dass das CO2 gar nicht den großen Einfluss hat, den man ihm zugesteht. Wie gehen Sie mit den Argumenten solcher Skeptiker um? Also ich bin kein Klimaforscher. Ich bin Journalist und bin angewiesen auf das, was die Klimaforscher sagen. Allerdings, sie haben mich überzeugt. Die absolute Mehrheit der Klimaforscher, also die Bundeskanzlerin Merkel, hat mir mal gesagt, 97% der Klimaforscher sagen, der Klimawandel ist das große Problem der Zukunft. Deshalb war ich 2011 in der Arktis mit Wissenschaftlern zusammen und 2010 in der Antarktis und habe mir dort, wo der Klimawandel heute am sichtbarsten, wo er signifikant ist bereits, an den beiden Polen, das Schmelzen des Eises erklären lassen. Und die Wissenschaftler kamen übereinstimmend, die dort schon viele Jahre forschen, zum Schluss, so warm wie jetzt war es noch nie. Wir haben die wärmsten Jahre, seit wir das Weltklima messen, also seit 150 Jahren etwa, in den letzten Jahren erlebt. Und die Eisschmelze vor Ort ist so überzeugend und eindrucksvoll, dass man geradezu auch als Laie erschrickt, wenn man sich von den Wissenschaftlern das erklären lässt. Also ich bin überzeugt, der Klimawandel ist ein Faktum. Wir müssen ihn ernst nehmen und die Auswirkungen sehe ich ja. Schauen Sie mal, ich habe mal versucht in der ARD so etwas, als ich noch in der ARD tätig war, wie eine ökologisch-realistische Tagesschau, in Österreich würde man sagen ZIP, zu formulieren. Wenn es das heute gäbe, an dem Tag, an dem wir miteinander sprechen hier, eine ökologisch-realistische ZIP oder Tagesschau, was müssten dann meine Kollegen in den Nachrichtenredaktionen sagen für diesen heutigen Tag? Sie müssen uns zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder, durch den Klimawandel hauptsächlich, 150 Tier- und Pflanzenarten ausgerottet haben. An einem Tag. Die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir rotten pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Wir sind die erste Generation, die Evolution rückwärts spielt und den lieben Gott gnadenlos ins Handwerk pfuscht. Die zweite Meldung müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Wir verwüsten unseren schönen Planeten im wahrsten Sinne des Wortes. Hauptsächlich durch den Klimawandel. Die dritte Meldung müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren. Sind 1/4 Million Menschen mehr geworden. Das heißt täglich mehr Menschen, täglich weniger fruchtbare Böden.
Deshalb haben wir zum Beispiel in Afrika zurzeit etwa 17 Millionen Klimaflüchtlinge. Wo sollen denn die herkommen, wenn es keinen Klimawandel gibt? Und pro Tag, das wäre die vierte Meldung, emittieren wir zurzeit etwa 150 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das hält dieser Planet auf Dauer nicht aus. Also die Klimaskeptiker müssen mir alles mal erklären, woher das kommt, diese Ökozerstörung, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Faktisch führen wir durch den Klimawandel einen dritten Weltkrieg gegen die Natur und damit gegen uns selber. Denn wir sind ein Teil der Natur. Wir zerstören die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Für mich ist das größte Verbrechen, das der Menschheit je einfiel, gegen sich selbst und gegen ihre eigene Spezies. Eine immer wieder diskutierte Maßnahme gegen den Klimawandel ist der Emissionshandel. Hat dieser Handel aus Ihrer Sicht überhaupt einen Stellenwert? Also das ist wieder Ablasshandel früher. Wenn ich selbst nicht tun will, sorge ich dafür, dass der andere vielleicht ein bisschen was tut. Effizient ist es ja nicht. Also wenn der Handel mit den emittierten Treibhausgasen funktionieren würde, müssten die teurer sein. Das zahlen die großen Konzerne aus der Portokasse heute. Und es nimmt ihn ja auch keiner wirklich ernst. Also weltweit, nicht mal Europa, nicht mal kontinentalweit, funktioniert der Handel mit den Emissionen so, dass man sagen könnte, dadurch haben wir einen wesentlich positiven Effekt gegen den Klimawandel. Also er hat nicht funktioniert, das war absehbar. Das ist eher ein Ablasshandel als ein Kampf gegen die Klimaerwärmung. Also viel effizienter als der Handel mit Treibhausgasen ist natürlich die wirkliche Energiewende. Und die Energiewende kriegen wir hin durch drei Maßnahmen. Und keine darf allein betrachtet werden. Wir müssen immer alle drei sehen. Energieeffizienter nutzen, mit energiesparsamer umgehen, also unsere Häuser besser dämmen. Autos statt 10 Liter Auto, 3 Liter Auto, 2 Liter Auto, 1 Liter Auto und am Schluss Elektro- und Wasserstoffautos oder öffentliche Verkehrsmittel. Und dann schließlich die Restenergie, die wir noch brauchen, erneuerbar produzieren. Und da haben wir keinen Mangel. Von Natur aus gibt es überhaupt kein Energieproblem. Die Sonne schickt uns jeden Augenblick unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Das macht sie für alle Zeit. Das heißt, es gibt von Natur aus kein Energieproblem. Das Energieproblem haben wir nur, weil wir uns falsch verhalten, weil wir nicht lernen, mit der Natur, sondern noch immer gegen die Natur zu wirtschaften. Das ist unser Hauptproblem. Was sind aus Ihrer Sicht die heute größten Hürden, die eine Energiewende im großen Stil verhindern? Also das Hauptproblem ist ein Kopfproblem. Es gibt von Natur aus keine Probleme mehr, die Technik ist auch da. Wir könnten viel schneller, als wir es heute tun, wenn wir wirklich, wirklich wollten. Aber wir lassen uns verrückt machen, die Lichter gehen aus. Jetzt haben wir ja in Deutschland nach Fukushima 8 Atomkraftwerke abgestellt. Was haben die Atomfuzis uns erzählt? Also die Lichter gehen aus, die Heizungen im Winter funktionieren nicht mehr, also die Elektroheizungen. Nichts ist wahr. Deutschland hat selbst nach dem Abschalten der 8 Atomkraftwerke immer noch mehr Strom exportiert, als wir von außen nach Deutschland importiert haben. Selbst in diesem Winter geht kein Licht aus. Die Franzosen beziehen zurzeit deutschen Strom trotz ihrer vielen Atomkraftwerke in Frankreich, weil sie so viele Heizungen haben, aber die Atomkraftwerke nicht mehr nachkommen, den Strom zu liefern. Die Franzosen brauchen in diesen Wintermonaten 2012 Strom aus Deutschland. Genau das Gegenteil dessen ist eingetreten, was uns die alte Energiewirtschaft erzählt hat. Aber die Leute werden verrückt gemacht. Sie haben kurz auch Theologie studiert und auf Ihrer Internetseite gibt es einen eigenen Bereich Spiritualität. Was verbinden Sie mit diesem Begriff und glauben Sie, dass das Weltbild eines Menschen einen Einfluss auf seine Umweltschutzgesinnung hat, auf die Energiewende? Spiritualität ist heute für viele Leute ein anderes Wort für das, was früher Religion war. Das Wort Religion ist durch die Kirche und die Kirchenpolitik etwas in Misskredit gekommen. Deshalb sagen manche Leute Spiritualität, wenn sie eine innere Entwicklung, eine spirituelle, religiöse, geistige Entwicklung meinen. Ich war vor 2 Jahren mit meiner Frau zusammen pilgern und dort hatten wir viele Erlebnisse gehabt. Meine Frau, die gegenüber Religion noch viel kritischer ist als ich, der ich mal Theologie studiert habe ein paar Semester. Wir hatten ähnliche Erfahrungen gemacht. Ob man das jetzt religiös nennt oder spirituell, ist eigentlich zweitrangig. Meine Urgroßeltern und Großeltern hätten sicher Religion dazu gesagt.
wir Heutigen sagen eher Spiritualität dazu. Wir meinen aber dasselbe. Ein innerer Weg, ein Weg zu Gott, ein Weg zum Ewigen, ein Weg zum Eigentlichen. Das würde ich als Spiritualität bezeichnen. Und die Krisen, die wir heute haben, im Außen, zum Beispiel der Energiekrise, ist ja eine sehr sichtbare äußere Krise, sind letztlich immer nur Ausdruck und Spiegelbild einer viel tiefer gehenderen Krise, einer inneren Krise. Also innen wie außen haben die Mystiker im Mittelalter uns immer gesagt und sagen die Mystiker aller Religionen zu uns. Wenn ich den Dalai Lama frage, was ist für Sie heute Religion? Ich habe ihn in meiner letzten Fernsehsendung zu Gast gehabt. Dann sagt er, Religion ist Mitarbeit an der Bewahrung der Schöpfung. Das ist tiefe Spiritualität. Da sieht man, wie die Krise im Inneren und die Krise im Außen zusammenhängen. Wenn wir wirklich noch eine religiöse, eine spirituelle Gesellschaft hätten, würden wir viel intensiver an der Lösung, an den Lösungen dieser Krisen arbeiten, die wir gerade miteinander besprochen haben. Also ich denke, das Außen und das Innen müssen zusammenkommen. Die Energiekrise im Außen ist eine innere Energiekrise. Es ist letztlich eine spirituelle Krise. Und wenn ich das im Zusammenhang sehe, sehe ich auch sofort Lösungen, weil ich mich dann auf den Weg mache, nicht nur intellektuell etwas erkenne, sondern tief innen eine Verantwortung spüre für Kinder und Enkel. Ich werde oft gefragt, warum machen Sie das alles im Alter von 73, rasen Sie um die Welt und erzählen den Regierungen, den Großkonzernen, ihr müsst anders Energie erzeugen als heute. Genau deshalb, weil ich Kinder habe. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute für Ihre Autorentätigkeit und für Ihre Vortragstätigkeit.